So, heute LKWs kaufen und den verschiedenen Funktionen zuordnen. Also wir wollen jetzt mal einen LKW kaufen. Dazu braucht man auch wieder diese Garage hier, oder das heißt ja Fahrzeugdepot. Man klickt aufs Fahrzeugdepot, klickt hier auf P für Rubel kaufen, also das ist so ein durchgestrichenes P, das ist das Zeichen für Rubel und hier wäre für Dollar, aber es gibt bedeutend mehr Fahrzeuge in Rubel, demzufolge gehen wir hier auf Rubel. Hier sind jetzt schon Fahrzeuge, die ich gekauft habe, die stehen hier unten. Wenn man noch eins kaufen möchte, dann klickt man eben wie gesagt auf dieses P. Dann kommt man unten in das Menü. Hier kann man einstellen, dass man alle Fahrzeuge haben möchte. Hier kann man einstellen, welche Fahrzeuge man haben möchte. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen geschlossenen LKW brauchen, dann klickt man hier auf geschlossene LKWs und dann kann man sich eben hier einen aussuchen und kaufen. Es gibt immer verschiedene LKWs, die auch verschiedene Sachen laden können. Wenn man den anklickt, sieht man, was die laden können. Also der kann jetzt hier ziemlich alles laden, außer Fleisch und Wurst, Lebensmittel. Das geht nur mit den gekühlten und das wäre dann nicht allzu viele. Die sind leider nur bei Alleszeigen drin. Warum auch immer, kann ich jetzt nicht so genau nachvollziehen. Vielleicht wird das ja noch geändert. So, da muss man jetzt natürlich ein bisschen durchsuchen. Und hier ist zum Beispiel ein gekühlter oder einer, der dann auch Fleisch beliefern kann. Das sieht man immer ganz kurz da unten in den Fenstern. Also der kann jetzt hier Stahl, Holz, Bretter, Paletten und Ziegel laden. Der kann eben hier halt nur Schüttgut laden. Ja, und so geht das eben immer weiter. Wenn man dann einen LKW hat, dann steht er hier unten in der auf dieser Parkfläche, wenn man ihn gekauft hat. Und dann ordnet man den die Aufträge zu. Ich nehme jetzt mal einen gekühlten, weil den wollen wir jetzt an mehrere Aufgaben zuordnen. Das ist das, was er vorher schon hatte. Das werde ich jetzt mal kurz löschen. So, normalerweise, wenn man die kauft, sind die dann hier ohne Aufträge drin. Dann klickt man den an. Dann geht man hier oben auf das Pluszeichen. Also erst überprüft man, was für eine LKW, was der laden kann. In dem Falle kann der nur Fleisch laden, weil es ein Kühltransporter ist. Aufs Plus gehen und dann zu der Sache hingehen, da wo er aufladen kann. In dem Falle ist es ja hier der Schlachthof. Einmal den Schlachthof anklicken, dann ist der hier drin. Dann soll er ja zu den Kaufhallen fahren und das Fleisch hinbringen. So, dann muss man jetzt natürlich wissen, damit man eine gute Route hat, wo die Kaufhallen sind. Also, dann nehme ich erst die. Kann er hier die Straße weiterfahren, dann nehme ich die. Dann geht er hier weiter und dann nehme ich die. Also fährt er einmal im Kreis und lädt nachher wieder auf. Jetzt wollen wir, dass die ja gleichmäßig beliefert werden. Dann klickt man den Lebensmittelmarkt an, geht hier auf Entladen und setzt den hier auf 33%. 33 geht nicht so richtig, also 30. Dann das jetzt hier, den hier auch auf 30 stellen, also die nächste Entladen, aber ganz wichtig. Entladen 30 und die letzte entladen alles. Ja, also
oder eben wie gesagt auch, in dem Fall müssten wir dann ein bisschen mehr als 30 gehen, weil der ja jetzt das Restliche nimmt. Wenn man dann feststellt, dass diese Kaufhalle hier mehr benötigt, dann kann man eben hier wie gesagt die Prozente hochnehmen und bei der anderen Kaufhalle die Prozente runter. Ist vollkommen egal. Man kann eben ganz, ganz, ganz viele Kaufhallen beliefern, weil man wird mit drei Kaufhallen viel mehr Ware auf dem LKW haben als das, was die benötigen, weil man fährt ja immer dann ständig im Kreis und das werden wir jetzt gleich mal machen, damit ihr das seht. Wenn dann hier die Prozente eingestellt sind, werde ich jetzt den LKW beobachten, da kann man auf dieses Auge gehen und dann auf Start drücken. Erst dann fährt er los. Also, wenn man es dann eingestellt hat, klickt man dann hier oben auf Start und dann fährt er los. So, jetzt wollten wir ihn ja verfolgen. So, dann hat man hier dieses Auge und das kann man eben dann wunderbar verfolgen. Übrigens wurde das gerade eben gepatcht, dass die Verfolgung ein bisschen besser ist. Alles das, was hier fährt, sind meine Fahrzeuge. Also hier kommt kein künstliche Zeuge, noch nicht. Also das heißt, alles was hier fährt, habe ich in Auftrag gestellt. So, jetzt fährt er die erste Kaufhalle gleich an. Ne, er fährt erst zum Schlachthof, er muss erst aufladen. Das Haus ist noch im Bau, das wird eine Lebensmittelfabrik. So. Er fährt dann immer automatisch, also man klickt immer das an, was geht. Also zum Beispiel kann ich jetzt hier nicht natürlich mit dem Kühltransporter Holz laden, dann würde das nicht gehen. Dann würde die Ladestation, wenn ich die anklicke, rot leuchten, dann geht es natürlich nicht. Das sind hier die Ladestationen. Hier kann man auch, wenn man nur einzeln eine Fabrik irgendwo mitten in der Prärie hat, kann man hier auch die Busse abladen lassen, dass die Werktätigen mit den Bussen dahin fahren. Also da braucht man nicht unbedingt eine Bushaltestelle machen. Hier, guck mal hier. Der Bus überholt den LKW. So. Er fährt jetzt die erste Kaufhalle an. So, wir gucken mal. Er hat jetzt 1,7 Tonnen Fleisch drauf. Er soll ja jetzt 30% abladen. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob die Kaufhalle so viel Fleisch schon benötigt. Weil es fährt ja schon ein LKW hier. Ich wollte das jetzt eben hier bloß nochmal im Video zeigen. Deswegen wird wahrscheinlich gar nicht so viel jetzt verkauft werden, wenn ich ja schon mit dem nächsten LKW komme. Also es reicht immer eine LKW für 5 Hallen. Dann hat man ungefähr immer einen gleichmäßigen Abstand. Jetzt gucken wir mal. Okay, er müsste jetzt hier, da hat er jetzt ein bisschen abgeladen. Die Kaufhalle ist jetzt wieder voll beliefert. So, jetzt fahren wir zur nächsten. So, wir gucken jetzt mal, ob der auch wirklich abgeladen hat. Er hat ja vorher 1,7 drauf. Jetzt klicken wir den mal kurz an. Und jetzt hat er bloß noch 1,4 drauf. Und jetzt hier die Kaufhalle, die hat ein bisschen weniger verkauft, aber die füllt immer bis eine Tonne auf. Also das ist immer das, wie er auffüllt, also die Kaufhalle. Das sind, wie viele Leute gerade in der Kaufhalle sind, wie viele Mitarbeiter da sind und so weiter. So, jetzt müsste er wieder was abgeladen haben. Können wir gleich mal wieder kontrollieren. Jo, er hat bloß noch 1,2 Tonnen drauf. So, und jetzt die nächste Kaufhalle. Dann seht ihr ja dann schon, weil zuvor ja gerade ein LKW durchgefahren ist, dass gar nicht so viel verkauft wird, als das, was ich jetzt hier liefern will. Ist aber auch nicht weiter schlimm, weil man kann den jetzt immer wieder fahren lassen. Dann nimmt er immer wieder seine 2 Tonnen auf und beliefert dann die Kaufhallen eben so, wie die verkaufen. Wichtig ist, dass die Kaufhallen natürlich einen Straßenanschluss haben. Ansonsten, da sie halt jetzt auch wieder auf
gefüllt. So, und jetzt hat er hier zwar noch 1,1 Tonnen drauf, weil wie gesagt, das fährt ja schon im LKW die gleiche Tour ab. Jo, das war LKW zuordnen. Man kann eben wie gesagt jetzt mal einen Sonderfall, wenn wir was an der Grenze verkaufen wollen. Dazu klicken wir jetzt nochmal erstmal hier die Verfolgung aus. Wir merken ja jetzt, dass der LKW nicht rentabel ist, ne? Also er fährt ja immer hier voll durch die Gegend. Dann kann man den jetzt auch wieder zurückschicken. Dann klickt man den an, klickt auf das Depotzeichen, sucht das Depot da, wo er hin will oder soll, weil es gibt ja mehrere Depots auf dem Lager, auf der Karte. Ich habe jetzt, deswegen ist immer dieser Umweg zu machen, weil man kann den auf jedem Depot schicken, da wo das, was man auf der Karte hat. So, und jetzt sieht man, dass er sich zurück zum Depot bewegt. Dann parkt er hier. So, das können wir natürlich gleich nutzen, denn wir wollen jetzt diesen LKW zur Grenze schicken. Der soll jetzt Öl laden, weil ihr seht ja, dass das ein Öltanker ist. Dann klicke ich hier drauf. Wie gesagt, geht nach dem gleichen Prinzip. Der hatte auch schon mal einen Auftrag, dann lösche ich den jetzt erstmal. So, also wie wir es gelernt haben, aufs Kreuz, die Ölstation suchen. Es gibt leider noch keine Minikarte. So, das ist die der Öltank. Er wird immer beladen an den Tanks, nicht an der Pumpe, sondern an den Tanks. So, und dann der Abladepunkt ist an der Grenze. Hat da jetzt ein ganz schönes Stück zu fahren. Das ist die Kieskuhle, also müssen wir hier lang. Da ist die Grenze. Und hier müssen wir gucken, dass nur Entladen steht, weil standardmäßig ist hier Entladen und Beladen. Das heißt, er würde hier jetzt wieder automatisch was dazu nehmen, weil diese Stationen, also hier diese Grenzübergänge, kann man ja kaufen und verkaufen. Nun ist es immer so eingestellt, dass die LKWs auch immer von vornherein auch was mitnehmen können. Wir wollen es jetzt aber nicht. Demzufolge machen wir jetzt einfach hier jetzt bloß entladen, lassen das auf 100%, switchen wieder zu dem LKW zurück. Und dann wollen wir mal sehen, wie er jetzt losfährt. Wenn das denn hier eingestellt ist, hier lassen wir diesmal das auf 100%. Wenn das dann eingestellt ist, drückt man einfach auf Start. Der LKW fährt los. So, das Restliche haben wir nun schon ja, gesehen. Das nächste Video wird jetzt sein, wie ich Geld spare. Das heißt, ich muss ja immer importieren, Ware importieren. Ich möchte ja alles produzieren. Man kann hier auch alles produzieren. Und wenn man dann eben halt alles produziert, braucht man nichts mehr einführen. Und dann hat man nur noch Einnahmen. Und das will ich ja, da will ich ja hin. So, und meine Lebensmittelfabrik ist jetzt ja fast fertig. Habt ihr vorhin ganz kurz gesehen. Und wenn die dann fertig ist, werde ich dieses ganze, diesen ganzen Prozess Lebensmittelherstellung abschließen können. Und wenn dieser Prozess dann abgeschlossen ist, dann werde ich so viel produzieren, dass ich nichts mehr importieren muss an Lebensmittel. Und dann habe ich nachher, wenn alles gut geht, keine Gebühren mehr oder muss ich eben kein Geld mehr ausgeben für die Einfuhr. Jo, das machen wir dann morgen.
Ja, das war's dann für heute. Wie gesagt, ihr könnt mich abonnieren, und dann verpasst ihr keine weiteren Videos von mir. Tschüss.